Leiter mit Aperturantennen. Also solchen Antennen, die eine echte Öffnung, das ist das, wofür Apertur steht, eine echte Öffnung haben und wie man mit denen umgeht. Also es geht jetzt im Kern auf in zwei Klassen. Es geht nämlich in die Parabolantennen und es geht in die Hornantennen. Fangen wir auch mit der Hornantenne einfach mal an. Apertur steht, wie gesagt, für Öffnung. Und da ist natürlich ganz offensichtlich die Hornantenne, die Antenne mit der Öffnung hier vorne. Ne? Was Sie da haben, ist ein Rechteckhohlleiter hier, der dann einfach so ein bisschen aufgeweitet wird. Stellen Sie sich einfach vor wie eine Posaune. Ne? Also es geht einfach das Horn so ein bisschen nach vorne auf und dann war es das. Nicht? Ja, warum macht man das, wenn man das nicht tun würde und hier den einfach leer laufen lassen würde, den Hohlleiter? Dann leckt da auch bloß so ein bisschen, also strahlt schon ab. Nicht? Ein wirklicher Leerlauf, der dann alle Energie nur hat, behält, ist es nicht. Aber es strahlt eben nicht sonderlich effektiv, weil sie nämlich einen Übergang von dem Wellenwiderstand hier im Hohlleiter haben auf den Wellenwiderstand oder die Feldverteilung im freien Raum. Und das müssen sie eben anpassen, indem sie eben diese Welle, die hier so in Sinus-Cosinus-Form geführt wird, einfach aufweiten auf eine größere Fläche und damit eine ebene Welle letztlich erzeugen und den Übergang erleichtern. So, das kann man sich meist so ein bisschen quasi optisch vorstellen sogar. Das ist so der Übergang, wo dann eben diese Apertur, diese Öffnung eben wirklich richtig groß wird gegenüber der Wellenlänge. Ne? Das ist das hier notwendigerweise noch nicht richtig groß gegenüber der Wellenlänge. Was man dazu so ein bisschen wirklich verinnerlichen muss, oder was hilfreich ist, ist zu verinnerlichen, ist, dass der Energietransport, nicht der Verlust, der Energietransport immer im Feld und nicht in dem Strom in den Leitern passiert. Das ist auch bei der Hochspannungsleitung so. Ne? Also das, was die Hochspannungsleitung heiß macht, ist natürlich der Strom und das ist der Energieverlust in dieser Leitung. Ne? Und der ist schon irgendwie da, aber der eigentliche Energietransport findet in den Feldern zwischen den Leitern statt. Da geht die Energie lang. Selbst wenn Sie sich dazwischen stellen, merken Sie nichts davon, weil die Energie einfach durch Sie durchgeht. Ne? Also Sie werden vielleicht ein bisschen leicht aufgeheizt, aber das mag ja im Winter ganz nett sein, aber eben doch wirklich nur leicht. Wenn Sie sich über die Sammelschiene Dachslande stellen, spüren Sie das? Das glaube ich, ja. Also so, wenn man so steht, nicht, aber wenn man die Arme ausbreitet, dann da, wenn man den Punkt, wie sagt man, Musikant wegnimmt, ja. Da merkt man es dann, also wie wenn man das den kribbelt. Drücken wird. So, und wenn wir uns dann daran gewöhnen, dass eben da auch Drähte einfach nur die Führer, die Schienen für die Energie sind, dann sind wir schon ganz schön nah dran. So, was entscheidend hierfür ist, ist das Huygens-Prinzip. Das Huygens-Prinzip kennen Sie sicherlich aus der Schule, hoffe ich mal. Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Ausgangspunkt einer Kugelwelle gesehen werden. Kennen Sie nicht aus der Schule? Naja, das ist nicht weit. Guck mal, Sie haben hier eine Wellenfront. Ich male die mal hier so hin. Das sind meinetwegen hier, das ist hier Berg und das ist Tal. Ne? So, und wenn Sie es jetzt einfach mal so sehen, Sie wissen nicht, was dahinter passiert ist. Und jeder einzelne Punkt, ich male jetzt hier mal so ein paar hin, hier ist Ausgangspunkt einer Kugelwelle. Ne? Also so, als wenn Sie jetzt hier so einen Stein ins Wasser geworfen hätten, wenn Sie es als Wasserwelle sehen. Ne? Dann haben Sie natürlich hier da die Kugelwelle, hier die Kugelwelle, hier die Kugelwelle, hier die Kugelwelle, so, hier die Kugelwelle und so weiter. Und das hier können Sie wieder ergänzen zu einer kompletten Wellenfront, ne? Wenn Sie jeden einzelnen Punkt nehmen. So, das hat einmal mathematisch die Konsequenz, dass man natürlich diese so eine Feldverteilung hier im Prinzip dann durch eine Quellverteilung ersetzen kann. Also an der Stelle sage ich mal, weiß ich, wo dies hergekommen ist, ne? Mache ich mal weg, gehe ich mal davon aus, dass ich da so eine Quellenverteilung mit von einem magnetischen und einer magnetischen und einer elektrischen Stromdichte habe. Das ist das eine. Und jeder einzelne Punkt hier von eben dem M oder J macht mir eben da wieder Welle. Oder es ist natürlich so, wenn ich hier jetzt so ein Hindernis habe, zum Beispiel, und da schicke ich jetzt so eine Wellenfront drauf. So. Dann wird auch im Wesen, werden diese Punkte hier natürlich auch wieder zu Quellen. Und dann haben Sie auch damit schon die Beugung erklärt. Ne? So, dann sehen Sie nämlich hier als nächstes die Welle, die da, die Wellenfront, die sieht dann nämlich im Prinzip so aus. Ne?
Rückwand denken, ne? Weil sonst hätte ich eine zurücklaufende Welle. Die Rückwand? Ja, also auf der linken Seite. Die haben Sie jetzt nur nicht betrachtet. Ja, haben Sie, hätten Sie aber auch, ja? Die muss ich immer. Muss klar, können Sie aber mit betrachten. Okay. Also das müssen Sie jetzt nicht so denken, so da in die Richtung geht das nicht. Ich habe das nur nicht gezeigt, ne? Ja, gut, in dem Fall ist klar, da läuft die Welle gegen den Rand und irgendwas wird reflektiert. Aber auf dem, in der linken Zeichnung, da habe ich ja eine Welle mit einer Ausbreitungsrichtung eigentlich. Und wenn ich jetzt aber jeden beliebigen Punkt als Ja, aber Sie hätten ja auch hier wieder jeden beliebigen Punkt als Ausgangspunkt einer Welle, der sich dann konstruktiv oder eben nicht mit dem, was da kommt, überlagert. Also es würde auch da funktionieren, ne? So. Und so tut man das eben, wenn man jetzt hier so eine Öffnung hat mit meinetwegen einer unendlichen Ausdehnung, so eine Öffnung da drin. Und da hat man dann eben magnetisch und oder elektrisch ideal leitende Leiter. Also keine Felder hier drauf, zumindest kein elektrisches Feld, kein tangentiales elektrisches Feld hier drauf. Dann könnten Sie das ersetzen, indem Sie eben hier das Loch nehmen. In dem Loch packen Sie eben die entsprechenden Quellen rein, die sich eben aus H und E ergeben, E oder H ergeben. Und dann machen Sie drumherum hier das zu Null, weil da eben keine Quellen sind. Und dann hätten Sie eben jetzt das Problem dieser Öffnung mit dem Feld da drin überführt in das Problem dieses Bereichs mit Quellen. So, das ist die Idee da an der Stelle, ne? Eigentlich habe ich das alles gesagt auf diese, das ist die Mathematik, wie man das jetzt ersetzt. Also die Stromdichte wird ersetzt als normalen Vektor-Kreuzprodukt mit dem Magnetfeld und der Magnetstromdichte, der magnetische Strom ersetzt durch einen normalen Vektor-Kreuzprodukt mit dem elektrischen Feld. Und außen ist es eben Null und diese Quellen, die strahlen jetzt eben auch, ne? So, gucken wir uns das mal für die Hornantenne einfach an. Relativ einfach. Dann hätten wir so in etwa diese Feldverteilung hier. Die Linien, also am Rand ist das tangentiale Feld natürlich null. Das kommt hier nicht so richtig raus. Es soll angedeutet werden, dass die Feldlinien hier eben deutlich weiter auseinander sind als in der Mitte. In der Mitte haben Sie einfach da den Feldbauch. Aber es soll auch angedeutet werden, dass sich das Ganze ein bisschen breiter erstreckt als der reine Sinus, ne? So, und genau diese Impedanz der fundamentalen Mode in dem Wellenleiter müssen wir anpassen auf den freien Raum. Das geschieht dann eben, indem Sie das W hier größer machen. Das ist ja die Weite des Dings. Machen Sie das W größer, dann fällt dieser Term hier irgendwann weg oder wird der kleiner. Und das ZH, die Impedanz der Welle, der Mode, geht Richtung Impedanz des freien Raumes, was man sich im Prinzip auch so vorstellen kann. Denn ein sehr, sehr großer Hohleiter ist im Prinzip der freie Raum, ne? Also die Mathematik oder hier dieser Übergang sagt eigentlich nichts anderes als das, was Sie ohnehin schon zumindest glauben zu wissen, nicht? Oder was Sie ohnehin vermuten würden. Können wir auch noch ein bisschen rechnen, wollte ich aber eigentlich gar nicht so viel. Jetzt ist noch die Frage, wie sieht das Fernfeld eigentlich aus? Und ohne Beweis ist das Fernfeld von dem, von dieser Verteilung, die sich hier ergibt, die Fourier-Transformation dieser Verteilung, die sich hier ergibt. Und zwar von xy umgerechnet auf die Koordinaten Phi und Theta. So, was heißt das im Endeffekt? Das wissen Sie aus dem Spalt- oder Doppelspaltexperiment wahrscheinlich schon. Nicht? Also wenn Sie tatsächlich eine Feldverteilung haben, die hier Feld hat, so, und sich dann die Beugungsmuster oder sowas dazu angucken, dann ist es im Fernfeld so eine Verteilung. So, und das hier ist genau eine Gleichbelegung, also da ist das Feld an allen Stellen konstant. Und das hier ist natürlich genau die Fourier-Transformation eines Rechtecks, ne? Na, besser mal ich's.
Besser male ich so, hab's ja andersrum. So. Das ist die Aussage dahinter. Wenn Sie hier jetzt eine andere Feldverteilung drauf haben, irgendwie so nur so ein Sinusberg oder sowas, dann kommt hier eben auch was anderes raus. Das wird dann vielleicht ein bisschen größer und weil es begrenzt ist, hat es aber trotzdem noch so einen Nebenzipfel. Kann man beweisen, mache ich nicht. So, was kommt dabei raus, wenn wir uns wirklich die Bilder hier mal angucken? Hier haben wir jetzt solche Hörner, Standard-Gain-Horns verwendet, die vor allen Dingen in der Messtechnik, in EMV-Kammern oder so Verwendung finden. Haben wir hier mal gezeigt, unterschiedliche Größe für unterschiedliche Frequenzen, kleine Frequenz, hohe Frequenz, große Frequenz. Und dann hier die Fernfelder dazu und da sehen Sie eben genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich hier auch tatsächlich diese Nebenzipfel, ne? Und natürlich so eine gebündelte Hauptkeule. Wenn die Frequenz höher wird, dann kriegen Sie effektiv ja eine größere Apertur der Antenne hin, also die Strahlung hier wird auf die Wellenlänge bezogen über einen großen Bereich ausgedehnt oder die Quellen werden über einen größeren Bereich ausgedehnt, was dazu führt, dass sich das Ganze die ganze Richtcharakteristik so ein bisschen zusammenzieht, ne? Also enger gebündelt wird. Das ist nämlich die andere Aussage in dem Zusammenhang zwischen der Verteilung und der Fourier-Transformation davon. Je weiter das in dem Bereich ausgedehnt ist, das Feld, desto enger wird es in dem Fourier-Bereich. Kennen Sie aus der ganz normalen Theorie der Fourier-Transformation, ne? Das heißt mit anderen Worten aber umgekehrt auch, wenn Sie hier eine sehr spitze Keule haben wollen, hier so eine Nadel oder sowas, also was richtig Spitzes, dann brauchen Sie hier was richtig Großes. Ja? Also das ist der Umkehrschluss davon. Und wenn Sie hier nur was ganz, ganz Kleines haben, wie zum Beispiel hier so eine Linie wie vom Lambda-Halbe-Dipol, dann wird da auf der anderen Seite im Feld was ganz Breites raus, also kompletter Rundstrahler. Ne? Das sind so die Extreme da. So, hier habe ich nochmal die E- und die H-Ebene rausgezogen, steckt aber keine weitere Information drin als das, was ich schon gesagt habe. Und man erkennt es auch noch schlecht dazu. Hier vielleicht ein bisschen besser. Aber auch da, Sie sehen, dass da Nebenkeulen sind. Und Sie sehen, wenn man genau hingucken würde, dass mit höherer Frequenz die relativ gesehen die Verteilung hier breiter wird und damit die Keule hier schmaler wird. Und das sieht man zwischen Rot, Grün, Blau ganz deutlich. So, das heißt also, Richtcharakteristik hier hängt auch von der Frequenz ab. F5. Das nochmal hier gefunden. Da der Gewinn. Upsa, warum kann ich das nicht so machen? Ne, das machen wir so. Sieht man das ja, ne? Also der Gewinn steigt. Das ist die Aussage hier. Stehwellenverhältnisse, die sind in dem Bereich relativ breitbandig, weil eigentlich ist das ja auch eine sehr breitbandige Struktur, die eben nicht auf Resonanzeffekten, sondern so auf Taper-Effekten, also auf auseinandergehenden Effekten beruht. Da kann man das schon begründen. Und die Half-Power-Beam-Width, also der Öffnungswinkel, fällt natürlich hier von 39 auf 20 Grad im Frequenzbereich von 1 bis 2 Gigahertz. Also ist schon merklich, ne? So, jetzt kann man jeder Antenne, bei der Öffnungsantenne ist das ziemlich offensichtlich, aber jeder Antenne kann man eine effektive Fläche zuordnen. Bei der Öffnungsantenne, Aperturantenne ist das relativ klar, da würde man einfach sagen, okay, die Antenne, die ich verwende, die sammelt, und so würde man die Betrachtung machen, nämlich über die Empfangsantenne, die sammelt alle Energie über der Fläche auf. So, das heißt also, die Energiedichte, das, was so eine Antenne abstrahlt, ist ja dann letztlich in den Raum rein eine gewisse Energiedichte an einem Ort. Und wenn Sie daraus Energie machen wollen, müssen Sie über eine Fläche integrieren, dass Sie das, und das macht eben so eine Hornantenne beispielsweise über in etwa der Fläche der Öffnung. Weil alles, was da an Feld reinkommt, an Pointing-Vektor reinkommt, wird dann eben gebündelt und in den Hohleiter geführt. Also sammelst die Energie darüber auf. Das Konzept, das jetzt ziemlich offensichtlich für Aperturantennen ist, kann man auf jede Antenne ausweiten.
Also man kann jeder Antenne auch einem Lambda-Halbe-Dipol eine effektive Fläche zuordnen, über die er die Felder aufsammelt und die Energiedichte integriert. Stellen Sie sich das insofern vor, Sie haben da eine Antenne, hier, das mag jetzt ein Lambda-Halbe-Dipol oder irgendwas anderes sein, und der saugt so über so eine Querschnittsfläche hier die parallelen Pointing-Vektoren auf. So wie so ein Staubsauger. Auch wenn eine ideale Lambda-Halbe-Antenne ja keine Fläche hat, weil der Draht ist dann unendlich dünn und so, ne? Was ja eh nicht so ein bisschen fishy ist. Ne? Der Draht ist eben sehr, sehr dünn und die Fläche, die wirklich geometrische Fläche von dem Ding ist sehr, sehr klein. Aber er sammelt eben über eine größere Fläche auf. So, das kann man jetzt zuordnen, indem man sagt, okay, man hat hier eine Leistungsdichte, Pointing-Vektor, die ist konstant über dem Bereich. Wir reden hier von einer ebenen Welle, also wird sie das wohl sein. Und die effektive Fläche ist dann eben die empfangene Leistung bezogen auf den Pointing-Vektor. Das können Sie sofort ausrechnen, das ist Watt. Das ist Watt pro Quadratmeter, also kommt für den Quotienten hier Quadratmeter raus. Und das ist eben die effektive Fläche. So, auch das ohne Beweis. Diese effektive Fläche bezogen auf den Gewinn im linearen Maßstab ist gerade Lambda Quadrat durch 4 Pi. Das heißt, die stehen in einem ganz klaren, direkten Zusammenhang, die effektive Fläche und der Gewinn. Sie könnten also jetzt, wenn Sie jetzt sagen würden, okay, für meine Aperturantenne ist die effektive Fläche, nehmen wir mal als ersten Wurf an, so groß wie die Öffnungsfläche, ne, dann könnten Sie sofort über diese Formel hier den Gewinn ausrechnen. Oder Sie könnten ausrechnen, wenn Sie einen Gewinn haben wollen, hier von meinetwegen 10 oder 20 oder meinetwegen auch 100, wie groß die Fläche sein muss bei gegebener Wellenlänge oder Frequenz. So, dass das hier von der Einheit her auch eine Fläche ergibt, ist offensichtlich. Ne? So, was kann man noch so darüber sagen? Also auch hier über diese Aperturantennen, wir werden gleich noch eine ganz berühmte kennenlernen, gibt es natürlich eine ganze Menge, auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Sie können Hörner klein bauen, steil, flach bauen. Sie können die rund bauen. Sie können in die Hörner noch irgendwelche Strukturen reinbringen, also irgendwie noch Nuten oder sowas reinbringen, die dann den Übergang noch etwas weicher machen sollen und vor allen Dingen mehr Bandbreite bringen. Eventuell auch dafür sorgen, dass Sie eben nicht wirklich eine rechteckige Feldbelegung oder sinusförmige Feldbelegung auf der Hornoberfläche haben, sondern dass Sie da meinetwegen was Rechteckiges hinkriegen, dann haben Sie zwar größere Seitenbänder, aber auch eine bessere Bündelung bei gleicher Fläche. Oder eben gerade das nicht, sondern eine weichere Belegung, dann haben Sie einen breiteren Strahl, aber keine Nebenkeulen und so. Und Sie können eben auf diese Art und Weise auch die Umrechnung betreiben zwischen einer ganz normalen Drahtantenne und einer Schlitzantenne, indem Sie einfach Stromdichte und Feld austauschen. So, letztlich auch Klasse dieser Antennen ist die Reflektorantenne. Und da gehen wir jetzt in den Bereich, wo eben tatsächlich die Fläche der Antenne wesentlich größer ist als das Quadrat der Wellenlänge. Es gilt nach wie vor dieser Zusammenhang hier, also effektive Fläche durch Gewinn ist gleich Lambda Quadrat durch 4 Pi. Für große Antennen hat man jetzt eine große Fläche hier, also wesentlich größer als die Wellenlänge im Quadrat. Und dann können wir mit quasi optischen Methoden oder letztlich mit optischer Betrachtung an die Geschichte rangehen und enden dann, Sie kennen das alles, entweder bei Linsenantennen. Also man kann ja auch dielektrische Linsen bauen, die dann eben elektromagnetische Strahlung im nicht sichtbaren Bereich bündeln. Oder wir enden, und das möchte ich hier noch betrachten, bei einem Parabolspiegel. Der ist ja auch jedem wahrscheinlich ein Begriff, weil man damit mal experimentiert hat. Durchaus berühmt, Sie sehen da drüben, heute nicht, aber wenn das Ding hier hochgeht, dann können Sie da drüben auch irgendwelche Parabolantennen sehen. Ich habe hier mal eine vorbeigebracht, hier diese diese Parabolantenne da letztlich aus dem Richtfunk. Ne? Und wie das funktioniert, ist eben genau wie hier oben gezeigt. Der Punkt ist, das muss ich erstmal betonen, das hier ist kein Halbkreis, ne, sondern das ist ein Parabol. Also hier die Höhe von dem Ding hier, ich habe hier minus y hingeschrieben, weil ich den Pfeil nicht nach rechts machen wollte. Ne? Also diese y-Koordinate da, die Höhe, ist tatsächlich quadratisch von der Koordinate x abhängig. Ne?
und wie stark. Das gibt eben dieser Faktor hier vor. Und dann gibt es hier, kann man zeigen, einen Fokuspunkt, der ist bei 1 durch 4a. So, also hier ist er da. Und an der Stelle, das ist eben die Geschichte, haben alle Strahlen auf dem Wege hier die gleiche Länge. Also der hier, der muss ein bisschen weiter rein und kommt eben dann nicht ganz so weit raus. Und der hier, der geht eben bis dahin und da hat dann noch ein Stückchen rauszugehen. Nicht? Aber sie haben alle die gleiche Länge, sodass, wenn das hier eine Sendeantenne wäre, die Wellenfront hier wirklich eben ist und rausgeht. Ne? So. Gut, die geometrische Fläche von dem Ding hier ist natürlich hier Pi mal R Quadrat. R ist die Ausdehnung hier. Angenommen wurde eine runde Antenne. An der Stelle ist auch das. Ja, macht Sinn. Also die meisten sind dann eben auch rund. Der Gewinn ist G gleich 4Pi effektive Fläche durch Lambda Quadrat. Nun, die effektive Fläche ist so in etwa die geometrische Fläche, Pi mal R Quadrat, mal ein Faktor, der nennt sich Q, das ist die Feldbelegung oder die Flächenausnutzungsgrad hier. Ne? Sie kriegen es nicht hin, dass wirklich an jeder Stelle hier dieses Parabols die gleiche Feldstärke herrscht und die gleiche Feldstärke reflektiert wird. Die hier stehen ja ein bisschen schräger, werden auch ein bisschen schräger angestrahlt, die kriegen wahrscheinlich etwas weniger Dichte ab als die Bereiche hier, hier innen drin. Ne? Und sie werden eben auch schräger angestrahlt, das heißt, die gleichen Feldlinien verteilen sich auf hier mehr Fläche als da. Jo. Ja, aber die haben ja alle den gleichen bis zu einem Punkt hier. Das ist ja der Trick mit dem Fokus. Dass diese Strecke bis meinetwegen hierhin bei allen die gleiche ist. Ob das jetzt hier gelungen ist bei dem Bild, da weiß ich nicht. Ich habe es nicht nachgemessen. Ne? Aber prinzipiell soll es so sein. So, aber hier am Rand ist die Feldbelegung ein bisschen dünner. Deswegen können Sie hier diese Fläche nicht so zu 100% ausnutzen, die vielleicht schon. Außerdem haben Sie Abschattungseffekte, also Sie müssen ja irgendwie die Strahlung dahin kriegen. Das heißt, da müssen Sie irgendeine Blechkonstruktion davor bauen. Die hängt ja auch nicht frei im Raum, sondern da müssen irgendwelche Seile, Drahtseile oder sonst was gespannt werden. Ne? Also haben Sie auch Abschattungen hier und damit kriegen Sie hier so einen Flächenausnutzungsfaktor von Q, der eben unter 1 liegt, bei 0,9 oder so der vielleicht. Ne? Gut, so. Ach so, es gab ja noch zwei Dinge, die ich sagen wollte. Wenn Sie sich heutige Satellitenantennen beispielsweise angucken für Satellitenfernsehen, dann stellen Sie fest, dass das nicht einfach nur so ein Parabol ist, wo genau in die Mitte irgendwie so ein Empfänger gehängt wird, sondern der Empfänger, der hängt so leicht außerhalb der Mitte. Oh, nicht nur leicht, der hängt deutlich außerhalb der Mitte. Wenn Sie das machen und den Empfänger hier leicht versetzen, dann wird das Ding hier schräg ausgenutzt. Das heißt also, wenn der ein Sender wäre, als Sender denken fällt mir leichter als Empfänger denken. Wenn der ein Sender wäre, dann würde der eben nicht hier direkt aus dem Parabol gerade rausstrahlen, sondern dann würde der eben schräg nach oben in diesem Fall strahlen. Empfänger ist dasselbe. Der würde eben hier so einen geneigten, also schräge Wellenfront empfangen. Der Vorteil ist, sie schatten nicht ganz so viel ab hier und es ist vielleicht etwas leichter aufzubauen. Und Sie müssen das Ding vielleicht auch nicht so steil nach oben richten, sondern können es eben leicht schräg nutzen, was auch immer. Kann das auch als Muschel nutzen, hier so Muschel im Sinne von dieser, wie heißen die da, so Flöre im Theater oder sowas, die haben auch so eine kleine Muschel da, ne? So kann man sich das fast vorstellen. Hier von unten wird eingeflüstert und dann wird eben nur die eine Hälfte des Parabols genutzt. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Nicht? Also wenn Sie den Parabol komplett ergänzen würden, dann wäre hier der Fokuspunkt. Und dann strahlen Sie aber natürlich nur die Hälfte des Parabols ab. Vorteil auch hier, Sie haben hier keine Abschattung da innen drin, weil Sie diese ganze Konstruktion eben davor weggelassen haben. Ne? Jo. Gut. Ist das hier alles gesagt? Ich meine schon, also wenn Sie es tatsächlich hinkriegen würden, dass Sie es wirklich homogen, also überall die gleiche Leistungsdichte aus dem Ding hier rausstrahlen würden, dann hätten Sie im Prinzip eine rechteckige Feldbelegung, also nichts außerhalb und dann irgendwie alles und dann gleichmäßig auf
eben dem Parabol. Dann kriegen Sie hier Seiten Nebenzipfel hin mit einer Unterdrückung gegenüber der Spitze von ca. minus 14 dB. Das ist die ganze normale Sinus x durch x Funktion, die sich hier als Fourier-Transformation aus dem Rechteck ergibt. Gibt eine Rückwärtsstrahlung natürlich auch, weil Sie hier irgendwelche Ströme an der Ecke immer noch haben und natürlich es hier auch zu Beugungseffekten kommt nach hinten hin. Ja, aber die sind nicht gefährdend, sagen wir es mal so. Ne? Also da strahlt nicht so richtig viel nach hinten weg. Eventuell gibt es sogar noch Reflexionen hier an dem Teil, die dann auch nach hinten gehen. Nicht? Also Sie haben hinter dem Parabol schon ein Feld ohne Abstrahlung, aber gut, wie groß das ist, hängt natürlich auch davon ab, wie viel Energie Sie hier wegstrahlen. Die Genauigkeit hier für diesen Spiegel, wie genau der geschliffen werden muss und so, liegt im Bereich von Lambda Hundertstel. Also muss schon genau sein, ne? Sonst geht es nicht. Wobei man da wahrscheinlich bei kommerziellen Strukturen so einem Satellitenempfänger auch ein bisschen Abstriche macht. So, da haben wir jetzt mal so einen Gewinn einer typischen Satellitenantenne ist 30 bis 40 dB. Die Half-Width Beam-Width ist 70 Grad mal Lambda durch D. Wir kommen dann hier eben auf 2,8 Grad zu jeder Seite. Durchmesser typische 60 cm Dish, Frequenzbereich 11,7 bis 12,7 und die entsprechende Wellenlänge, die daraus resultiert. Jo. Wenn Sie es ausrechnen, das Ding hat jetzt einen Gewinn hier. Das ist eben die Angabe des Gewinns von, ich habe hier 3161 angegeben, ob diese Stellen alle so stimmen, also gute 3000 halt. Ne? Und dann kommt hier eben Flächenausnutzungsgrad oder ein Flächenwirkungsgrad von 71% raus. Ne? Also mehr ist das dann nicht. Da kommt natürlich auch hinzu, dass Sie auch Verluste hier drin, einfach auch elektrische Verluste hier auf der Struktur haben und so. Da wird ja nicht 100% reflektiert, sondern ein bisschen was wird hier in Wärme, in Anführungsstrichen, umgesetzt. Ne? Also es führt nicht zur Schneeschmelze, so viel Energie kommt gar nicht vom Satelliten. Ne? Aber Verluste sind halt da. Ne? So Abschattungseffekte haben Sie hier. So. Also das ist so das, was man so im kommerziellen Bereich typisch auch erreichen kann. So ganz clever ist es, das Ding jetzt noch zu falten. Wenn Sie sich hier diese Geschichte angucken, hat das ja auch eine gewisse Ausdehnung, auch in dieser Richtung. Also es ist eine mechanisch auch große Struktur und auch große, schwierige Struktur. Wenn Sie sich so aus SETI-Projekten, also ist da noch einer draußen so irgendwo im Sonnensystem oder außerhalb, ne? Oder irgendwelche Lauschangriffe auf den Urknall oder sowas angucken, da sind das ja riesige Parabolantennen, weil die ja hochbündelnd auch niederfrequente, relativ niederfrequente elektromagnetische Wellen empfangen wollen. Und das ist einfach eine riesige, auch mechanische Struktur, die man dann da aufbaut. Ne? Und das kann man sich ein bisschen vereinfachen, indem man diese Cassegrain-Antennen verwendet, wo der Trick einfach nur ist, dass ich hier noch so einen Hyperboloiden hier reinpacken, der angestrahlt wird hier aus dem Horn da drauf und dann eben als im Prinzip über einen sekundärer Strahler die Strahlung auf den Parabol verteilt, der dann erst die Bündelung macht. Ne? Ja, ja, ne? Okay, so zusammenfassend. Was haben wir alles getan und was haben wir auch nicht getan? Wir haben über Drahtantennen gesprochen, die kurze, also angefangen mit dem Hertzschen Dipol, dann die resonante, lambda-halbe Antenne als Mutter aller Antennen irgendwie kennengelernt, ne? Über verschiedene Längen von Antennen gesprochen, also was passiert, wenn ich eben gerade so eine Drahtantenne nehme und mache die einfach länger oder mache die Frequenz höher, wie sind da die Strahlungsdiagramme, kam dann irgendwann auf eine Langdrahtantenne, die irgendwie schräg nach oben oder schräg eben gegenüber ihrer Achse gesehen, abstrahlt und endeten irgendwann bei Yagi-Uda, also so einer standard einfachen Struktur, um eine Richtantenne zu bauen, ne? Mit mehreren Drähten, die so hintereinander gepackt sind. Dann haben wir kurz über Phased Array Antennen gesprochen, um vielleicht mit einzelnen Antennenelementen sogar eine Keule zu schwenken oder eine höhere Bündelung zu erreichen. Wir haben über Inverted-F-Antennen und planare Inverted-F-Antennen gesprochen,
als Struktur und als mögliche kleine Antenne, die auch, haben wir ja im Experiment oder in der Simulation gesehen, gar nicht mal so schlecht ist als einfacher Wurf. Gedruckte Antennen hatten wir, Aperturantennen und Reflektorantennen kamen dann auch. Werkzeuge, okay, NEC haben wir nur in der Simulation gesehen, Antenna Magus haben wir uns detaillierter angeguckt, ne? Da, was haben wir noch gemacht? Antennenübertragung, also die Friesche Formel letztlich, Freiraum mit ein ganz bisschen Ausblick auf, was ist, wenn der Raum nicht so frei ist. Also wie kann man, was für Ausbreitungsmodelle kann man da verwenden? Ich habe jetzt nichts Schwierigeres gemacht, also auch nichts gemacht, wo sie dann irgendwie die Antenne in der Nähe der einer Groundplane haben oder einer Oberfläche haben oder sowas oder die Antenne in den Wald stellen und es dann im Mai irgendwie grünt. Das hat nämlich auch Einfluss, wie man sich denken kann. Ne? Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir waren im Wesentlichen im freien Raum unterwegs. Dann haben wir einen ganzen Zoo von Parametern uns angeguckt. Richtwirkung, Front-Back-Ratio. Und so ein paar Prinzipien auch mindestens mit der Hand am Arm eingeführt, ohne da wirklich in die Theorie reinzugehen. Ich habe mir die Berechnungen der Antenne, auch die analytischen Berechnungen der Antenne erspart und Ihnen im Wesentlichen auch. Also nicht, dass ich das nicht könnte, mit vielleicht auch einer gewissen Vorbereitung, aber ich habe gedacht, erstens haben wir nicht nur Antennen hier als Thema. Das ist das. Und zum anderen können wir die Zeit vielleicht auch ganz gut nutzen, um mal einfach so mit Antennen in der Simulation zu experimentieren und mal zu gucken, was denn da eigentlich passiert, was so gut ist und was nicht so gut ist. Und anstatt da, was halt jetzt eine einfache Standardantenne mal komplett mit der Hand am Arm durchrechnen, was ein Ingenieur wohl eher nicht tun wird. Also wer da noch mehr lernen möchte über Antennen, gibt es so dermaßen viel Literatur. Das ist jetzt auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt hier. Also da, also Sie sehen es alleine schon an dem Antenna Magus mit 200 plus bald 300 verschiedenen Antennen, die da hinterlegt sind. Ne? Die kann man gar nicht, oder ich will die gar nicht alle behandeln. Das führt zu nichts. Wenn Sie sich wirklich um Antennenentwurf kümmern, dann gibt es Tools, gibt es Literatur, Bücher dazu, womit man da tief einsteigen kann und muss. So, zum Thema Antennen noch was. Ich will das gar nicht irgendwie, das ist die abschließende Frage stellen, sondern einfach nur, gibt es jetzt noch was? Mm-mm. Gut, so, dann kümmern wir uns hier um passive Komponenten und Filter. Also gehen jetzt von der Antenne so ein bisschen weiter weg in Richtung Schaltungstechnik. Wir machen jetzt einfache Schaltungen. Einfache passive Schaltungen, da kommen wir erstmal auf Dämpfungsglieder, also sinnlos Leistung verrauchen. Dann wollen wir ein bisschen Energie verteilen, also auf Pfaden da Energie auf der Schaltung verteilen. Und dann wollen wir auch ein bisschen filtern, also Frequenzen durchlassen oder eben nicht. So. Und ja, was lernen wir? Also erstmal einfache passive Schaltungen. Einfache passive Komponenten irgendwie nochmal genauer kennenlernen. Und um das wird es dann letztlich auch gehen, dass wir uns zunächst mal um Widerstand, Kapazität, Koppler und Induktivität kümmern, Dämpfungsglieder, Leistungsteiler oder Leistungskoppler kennenlernen, Richtkoppler kennenlernen und dann ins Filterdesign so ein bisschen einsteigen. Erstmal müssen wir die Elemente kennenlernen, ne? So, das einfachste Element, das aber auch am meisten stört, ist der Draht. An dem Bild sehen Sie auch, wenn Sie es verstanden haben, warum der Siegeszug oder warum die SMD-Technik zum Siegeszug der HF-Technik beigetragen hat und warum man das mit TAT-Technik, sagt Ihnen alles, was die Begriffe, ne, mit TAT-Technik nicht macht oder nicht machen konnte. Wenn Sie sich nämlich mal vorstellen, das ist das, was wir haben. Dann haben Sie in der TAT-Technik ja immer so einen Draht irgendwie und dann kommt da irgendwas. Ne? Dummerweise hat dieser Draht hier eine Induktivität. Also was heißt dummerweise? Er hat halt eine Induktivität. Ne? Und da sieht man jetzt hier so einen Drahtdurchmesser. Ich habe mal angefangen mit 0,05 mm, einer Drahtlänge von bis zu 10 mm hier an der Stelle. Ich kann das auch mal ein bisschen größer machen. Sieht man es vielleicht auch etwas, dann kann man auch vielleicht was erkennen. So,
Dann kommen Sie drauf, hier so ein dünner Draht von 10 mm Länge, da kommen Sie schon mal auf so eine Induktivität von 8 Nano, von bis zu 8 Nano hin an der Stelle. Ne? So, wenn Sie den sehr, sehr dicht an die leitende Fläche hier ranpacken mit 0,5 mm, was ja auch schon wahnsinnig dicht ist. Ne? Wenn Sie den weiter weg machen hier mit 2 mm, dann sind Sie irgendwo so im Bereich hier sogar noch größer, weil natürlich die umschlossene Fläche hier, da, die ist ja immer das Maß für die Induktivität, auch natürlich größer wird. Ne? Also, man kann so über einen dicken Daumen gepeilt sagen, so ein Zentimeter Draht macht 10 Nanohenry. Das stimmt jetzt auf einen Faktor 2 bis 3 oder so nicht unbedingt. Ne? So, aber wenn Sie sich mal überlegen, bei einem Gigahertz 10 Nanohenry, ja, ein Zentimeter ist halt auch viel, ne? 10 Nanohenry mal 2 mal Pi mal 1 Gigahertz. Das Giga geht mit dem Nano, richtig? Richtig. Haben Sie 2 Pi mal 10, dann sind das hier so 63 Ohm. Ne? Gut, Zentimeter ist viel, aber dann sind Sie halt beim halben Zentimeter oder bei weniger. Selbst wenn Sie bei einem Drittel Zentimeter sind, sind Sie hier immer noch bei 20 Ohm. Ne? Man hat ja auf der Rückseite wieder ein Kabel. Man kontaktiert ja üblicherweise auf zwei Seiten. Ach so, ja, man kontaktiert auch auf zwei Seiten. Ne? Also, das ist eine ganz schöne Strombremse. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Ne? So, und deswegen können Sie mit TAT-Technik oder werden Sie mit TAT-Technik natürlich nicht glücklich, wenn Sie damit irgendwie eine Gigahertz oder dann meinetwegen auch eine 2, 3 oder 5 Gigahertz-Schaltung aufbauen wollen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Aufbautechnik auch nicht so toll ist, weil da müssen Sie jemanden haben, der dann den Draht durch die Löcher steckt und so. Ne? Auch das ist nicht so prall. Ne? So, also einer der Gründe, warum Sie eben oder warum es heute wesentlich leichter geworden ist, auch höhere Frequenzen zu beherrschen. Und wenn Sie natürlich dann auf den Chip gehen, was man ja zunehmend auch macht, die HF-Technik eben tatsächlich im Chip machen, dann werden die Strukturen noch sehr, sehr viel kleiner und dann haben Sie mit diesen Drähten hier auch schon gar nichts mehr zu schaffen, ne? Außer vielleicht mit Bonddrähten. Da müssen Sie dann noch drauf achten. So, kann man sich aber mal merken. Zentimeter Draht, Nanohenry, 10 Nanohenry, ne? Oder 1 Millimeter, 1 Nano. Also so als ganz grobe Abschätzung. So, der Widerstand ist relativ stressfrei, weil man auch meist gar nicht unbedingt Hochfrequenzsignale über diesen Widerstand wirklich drüber schicken möchte oder muss. Denn Widerstand raucht ja immer Leistung ab und Hochfrequenzleistung ist immer relativ teuer. Also möchte man das gar nicht unbedingt. Ne? Sodass die ohnehin eher im Niederfrequenzbereich, also bei der Vorspannung oder so weiter eines Verstärkers eingesetzt werden. Auch wenn ich Ihnen gleich andere Strukturen zeige, wo Widerstände im HF-Bereich sind. So, wir haben es natürlich zu tun mit Induktivitäten der Zuleitung. Auch wenn es SMD ist, ist da so ein bisschen Zuleitung. Manchmal sieht man es nicht unbedingt. Und wir haben, je nachdem, was für ein Material das ist und wie dieser Widerstand ausgeführt ist, nehmen wir mal im schlimmsten Fall an, der ist hier auch mäandriert, dass Sie also Stromumwege haben oder so, dann sind das auch Kapazitäten hier, die da nebeneinander liegen und dann können Sie eben den Widerstand hier auch als mit einer Kapazität überbrückt ansehen. Ja gut, so, was kommt dabei raus? Mal auch ganz abgesehen davon, dass das Ding vielleicht auch sogar noch eine Leitungsstruktur hat, weil es nämlich irgendwann in die Größenordnung der Wellenlänge kommt, das vernachlässigen wir an der Stelle jetzt. Bei hohen Frequenzen jedenfalls ist die Impedanz dann eben diese hier, J Omega L plus R durch und so weiter. Wir finden keine Resonanz, das ist ganz schön, aber wir haben ja hier diese induktive Strombremse noch davor, ne? Sodass der Widerstand nicht unbedingt einer ist. Wobei Widerstände kann man bis in hohe Frequenzen eigentlich relativ gut bauen. Also dann mit Metallfilm oder so eben kein Meander oder sowas, das geht schon. Caps auch, Kapazitäten. Gut, wie würde man das Ding ansehen? Für das, was uns hier bei hohen Frequenzen, kurzen Periodendauern bedeutet, wäre das vielleicht ein sinnvolles Ersatzschaltbild, wieder die Zuleitungsinduktivitäten, wenn man sie denn hat, und betrachten muss, einen Serienwiderstand und die eigentliche Kapazität hier. Sie sehen, das ist ein Serienresonanzkreis, ganz klar, mit den Serienresonanzeffekten, auf die ich gleich hier noch eingehen werde. Vielleicht würden Sie auch sagen, so, warum schreibst du hier den Widerstand dahin und warum nicht parallel zu dem Ding hier? Sie wissen spätestens Grundlagen Elektrotechnik 2, dass man das eine ins andere umrechnen kann.
und dass man eben auch einen parallelen Widerstand für einen Frequenzpunkt, selbstverständlich, nur da ist es wirklich gültig, umrechnen kann in den Serienwiderstand. So, und wenn Sie aber damals aufgepasst haben und wir das mal verglichen haben, was spielt denn eigentlich bei welchen Frequenzen eine Rolle? Dann ist es bei hohen Frequenzen immer die RC-Zeitkonstante, die eine Rolle spielt. Ne? Hier, also dieses RC, das Umladen des Kondensators. Und da ist der Serienwiderstand der, der uns bei der Berechnung eben am besten hilft. Während wenn wir den Kapazität hier als wirklich Energiespeicher sehen würden, der über lange Zeit Strom speichern soll, was ja nicht HF-Technik ist, ne, sondern eigentlich wirklich Niedost-Frequenztechnik, dann wäre es besser, die Verluste im Dielektrikum hier wirklich als parallel anzusehen. Ne? Machen wir hier nicht. Wir nehmen den Serienwiderstand und ordnen alles, was an resistiven Elementen hier in dem, im Kondensator ist, an so einem Widerstand dazu. So. Sich das mal angeguckt. Hier einen Shunt-Widerstand mit, da muss man mal hin, 0,3 Picofarad und 15 Picofarad. Hier in Serie. Und zwar sehen wir hier die Transmission da und oben die Reflexion. Ich brauche mal gerade hier der Brill. Was? Da unten war es. Wo ist ein Leerzeichen drin? Habe ich nicht gemacht. Insertion Loss Series. Oder habe ich es doch gemacht? Wahrscheinlich habe ich es doch gemacht. Na, jedenfalls, das oben ist die, der, der Reflexionsfaktor S11. Der ist, ist sehr, sehr groß. Also die meiste Energie wird reflektiert. Und S21 ist die Transmission. Das wenigste geht da durch. Was für niedrige Frequenzen natürlich klar ist. Der Kondensator hier bei 0 Hertz, naja, ist natürlich letztlich eine Leitungsunterbrechung. Ne? Und dann geht da auch nichts durch. So. Ja, genau. Das Ganze jetzt hier bei einem, mit einer höheren Kapazität, 15 Picofarad, da, das sieht komplett anders aus. Eigentlich ist aber bloß das Ding hier da reingedrückt worden. Das ist das Grüne. Und der hier, ja, der hat sich, der ist da eigentlich nur weitergemacht worden. Also, es ist eine andere Kapazität, aber Sie könnten auch einfach hier sagen, Sie haben bei dem hier einfach nur die Frequenz höher gemacht als bei dem. Dann müsste eigentlich in der Theorie das Gleiche dabei rauskommen, weil ja mit Omega mal C, ob Sie jetzt Omega größer machen oder C größer machen, das ist ja in der Multiplikation eigentlich egal. Hier sind jetzt aber reale Caps auch gezeigt worden. Das ist nämlich genau das, was Sie hier als Bild da sehen. Und dann sehen Sie hier eben genau das, was ich als Resonanz gesehen habe. Zum einen wird die Transmission hier natürlich wesentlich höher, weil der Kondensator irgendwann durch 1 durch Omega C einen sehr, sehr kleinen Blindwiderstand da zeigt. Und die ideale Cap würde das hier als Reflexionsfaktor zeigen. Und ideal, im idealen Fall, im realen Fall sehen Sie hier klar dieses Minimum an der Stelle, was aus der Serienresonanz kommt. Das sieht jetzt dramatisch aus. Also der Unterschied sieht dramatisch aus, nur wenn Sie mal genau auf die Dings hier gucken, auf die Skala gucken, dann sehen Sie, das ist ein Unterschied von 25 dB zu minus und was weiß ich, knapp 60 oder sowas. Das ist natürlich relativ gesehen dramatisch, aber ob Sie jetzt hier nur ein, also 99,9% der Leistung durchlassen oder 99,9999% macht dann irgendwie doch keinen großen Unterschied. Ne? Das ist das hier. So, Induktivitäten und auch Koppler sind sicherlich das kitzeligste Element. Die sind auch relativ teuer, also so eine HF-Induktivität. HF-Spule sind so schnell mal bei einem Euro, das wir auslegen. Das ist für einen SMD-Bauteil 0402 echt Geld. Ne? Gut, wenn Sie das natürlich in großen Stückzahlen verhandeln oder sowas, ist der Preis noch wieder ein anderer. Aber wenn wir hier so Einzelstücke kaufen oder so, finde ich einen Euro echt viel, wenn man sich überlegt, dass die Widerstände oder sowas im Centbereich liegen. Ne?
So, also daraus drückt sich schon aus, dass das wohl nicht gar so einfach ist mit den Induktivitäten. Und Sie haben natürlich immer hier Widerstände, weil Sie haben Spulen da. Die haben Kupferwiderstand, klar. Induktivität, das L, das wollen Sie. Deswegen haben Sie ja das Teil gekauft. Und Sie haben natürlich auch immer Kapazitäten, weil da liegen Spulen, also isolierte Flächen nebeneinander, ne? Was immer eine Kapazität ist. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, dann weißt du was? Dann mach doch den Draht einfach dünner. Dann hast du weniger Kapazität. Ja, das ist richtig, aber dann habe ich auch mehr Widerstand, ne? So, also das ist nicht so einfach zu bauen, so eine Spule. Deswegen wird in einigen Studienarbeiten hier ja auch dann ganz gerne im HF-Bereich auch mal eine Luftspule verwendet oder so, ne? Die man dann selber baut. Da kann man dann den Draht nehmen, wie man möchte. Da kann man den Draht auch weit auseinander machen, relativ weit auseinander, also eine große Struktur bauen, nicht? Und hat dann damit auch eine, ja, mit diesen Spulen haben eine relativ hohe Performance. Also die sind schon ganz gut. Nicht? So Luftspulen haben den Nachteil, dass sie groß sind, damit potenziell auch ein Einfallstor für andere Strahlung, Verkopplungen oder so auf der Schaltung, ne? Aber von der Güte her, also von den Verlusten her und der Induktivität sind das eigentlich gute Bauteile, die abgesehen von der Größe eben, sondern SMD-Bauteile in nichts nachstehen. Ne? Nun ist das nicht unbedingt, wenn Sie eine Großserienfertigung haben oder so, das Richtige, dass Sie da so eine Luftspule von selber, soll ja auch klein sein, Luftspule selber wickeln oder so, und im Handy wollen Sie die auch nicht haben. Ne? Was relativ offensichtlich ist. Aber für Studienarbeiten ist das durchaus ein probates Mittel. Okay, Parallelresonanzkreis sieht man ziemlich offensichtlich, dass das einer ist. Ja, und hier, gut, das Bild ist alt, aber es ändert ja nichts am Prinzip. Am Prinzipiellen. Sie haben hier tatsächlich echte Resonanzeffekte. Und wenn Sie sich mal an Grundlagen E-Technik 2 oder sowas erinnern, da habe ich Ihnen auch mal Bauteile gezeigt, die das wirklich zeigen, also so Kurven von Bauteilen selbst gemessen, die eben diese Effekte auch wirklich zeigen. Nicht? Also hier, Mikrohenry ist relativ groß. Eine Resonanz hier eben bei 200 Megahertz, genau 10 und so weiter. Sie sehen eben diese ganz deutlichen Resonanzüberhöhungen hier an der Stelle. Hier das klar im doppellogarithmischen Maßstab linear steigende Verhalten der Impedanz, des Impedanzbetrages. So, und dann geht es hier immer richtig hoch und dann kommt die Spule hier dummerweise aber nicht als Spule wieder runter, sondern als Kapazität. Ne? Also hier überwiegt dann, das ist ja der Punkt der Resonanz, hier überwiegt dann der kapazitive Anteil von dem Ding. Ne? Jo, so, was haben wir? Um das Q zu messen, im Q steht ja auch immer Omega mal L durch die Verluste, also durch R. Drin braucht man, muss man sich auf eine Messfrequenz einigen, was weiß ich, 800 oder 1500 Megahertz oder meinetwegen auch 6 Gigahertz oder sowas. Resonanzfrequenzen, Bereich bis 9 Gigahertz, also man kommt da schon hoch, wenn man Geld ausgibt und Aufwand spendiert. Nicht? Aber hier der Quality-Faktor von Spulen ist im zweistelligen Bereich. So, und sie werden dann auch nicht notwendigerweise besser, wenn sie einen Resonanzkreis aufbauen mit diesen Bauelementen. Ne? Wenn die Spule schon nur eine Güte von, was weiß ich, 50 hat und dann gibt es irgendwie noch einen Widerstand, an dem sie ja die Leistung irgendwie umsetzen oder messen müssen oder so am Resonanzkreis. Und dann gibt es noch ein C, gut, das spielt nicht wirklich eine Rolle, aber sie haben schon mal da eine miese Güte. Der Resonanzkreis hat dann eben nur zweistellige Güten oder mit Glück vielleicht dreistellige, ne? So, aber viel mehr kriegen sie mit konzentrierten Bauelementen bei hohen Frequenzen eben nicht hin. Das ist die Konsequenz, ja. Jo, da muss man sich andere Strukturen überlegen, ne? Also Leitungen, akustische Resonanzen ist dann eigentlich das, was man macht, ne? Also nicht umsonst haben sie alle eine Quarzuhr und keine LC-Uhr, ne? Weil nämlich der Resonanzkreis, der letztlich den Zeittakt stabil hält, eben nicht aus LC-Elementen aufgebaut ist. Das würde man wahrscheinlich lieber machen, weil es billiger ist, ne? Sondern man baut den eben mit dem Quarz auf, ne, und nutzt dann eine akustische Resonanz dieses Quarzmaterials aus. Also solche Sachen, solche Tricks macht man. Gucken wir uns aber gleich auch an. Ne. Haben Sie das neulich im Radio gehört? Haben Sie diese Geschichte gehört von einem Ort in Belgien? Der, ja, Wechselstromfrequenz ein bisschen erhöht. Jetzt geht da, gehen die Uhren der Radiowecker jeden Tag so eine halbe Stunde vor. Also irgendwie mussten sie den Ort vom Netz nehmen oder so, und damit die Solarzellen da
die ganze Stromversorgung nicht durcheinander bringen, mussten sie die Netzfrequenz ein bisschen hoch machen, aber das haben sie halt ein bisschen übertrieben wohl, ne? Naja. Okay, man kann das auch, das Messgerät nicht hier, aber wir könnten das natürlich im Labor auch noch machen. Mit dem LC-Meter gehen wir da mal ran, wenn Sie so Spulen oder sowas haben. Die haben auch zweistellige. Also die haben auch durchaus zweistellige Gleichstrom, Gleichspannungsverlustwiderstände schon. Ne? Gut, Transformator kennen Sie alle, möchte ich jetzt nicht im allertiefsten drauf eingehen. Benutzt man auch, vielleicht auch als luftgekoppelte Spulen, also gar nicht mit dem Eisenkern dazwischen. Der versagt dann ja irgendwie bei höheren Frequenzen dann schon mal, nicht? Würde man eben zwei gekoppelte Induktivitäten nehmen, kann dann die Kopplung hier ausrechnen. Und dann funktioniert das eben ganz grob gesehen wie ein Trafo oder vielleicht auch wie ein schwacher gekoppelter Trafo, der nicht gar so ideal ist. Ne? Und damit kann man natürlich jetzt auch hier zum einen einfach Widerstände auf unterschiedliche Ebenen transformieren, wenn man eben das machen möchte. Also eine 200 Ohm Antenne anpassen auf 50 Ohm. Muss man eben durch den Widerstand durch vier teilen, ne? Also mit einer 1 zu 2 Trafo daran gehen. Oder wenn man tatsächlich hier ein unbalanciertes Signal von einer Mikrostreifenleitung beispielsweise hat und möchte aber was Balanciertes, also einen differenziellen Verstärker oder eine Antenne oder sowas speisen, dann könnte man damit auch eine Balanced Umformung machen, indem man eben so einen Mittentab nimmt und den eben als Masse oder so ansieht und hat man gegenüber dem dann eben eine positive oder eine negative Spannung, ne? Also eine Gegentaktwelle letztlich. So, gucken wir uns mal einfachste HF-Schaltungen an. Und wie die so funktionieren, ich würde mal sagen, dass einer der wirklich einfachsten Schaltungen ist das Dämpfungsglied. Aus der Gleichspannungstechnik würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, was soll denn das? Nimm doch einfach einen Spannungsteiler, hast einen Widerstand gespart. Ne? Wäre so der erste Reflex. Warum machst du es mit dreien, wenn es nicht auch früher mit zweien ging? Ne? Ganz einfach, ich habe nämlich nicht das Ziel. Wenn Sie in der Gleichspannungstechnik unterwegs waren, dann haben Sie meist eine Quelle mit einem vernachlässigbaren Widerstand gehabt. Also Innenwiderstand als Spannungsquelle 0. Und Sie haben dann hinten hier was dranhängen, was sehr hochohmig ist oder eigentlich den Spannungsteiler nicht belastet. Ansonsten wären Sie schon wieder beim belasteten Spannungsteiler. Diese beiden Voraussetzungen haben Sie in der HF-Technik nicht. Sie haben eine Leistungsquelle oder eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand, auch eine Leitung davor, oft 50 Ohm. Also muss nicht 50 Ohm sein, aber ist es oft. Und Sie haben eben hier eine Senke auf der rechten Seite beispielsweise, die eben auch 50 Ohm hat. So, und wenn Sie da jetzt einfach nur zwei Widerstände als Spannungsteiler dazwischen batschen, dann haben Sie zwar rechts weniger Leistung als links. Das ist richtig, weil die Widerstände ja was vernichtet haben, aber Sie haben keine Anpassung mehr. Und Sie wollen ja immer noch hier keine reflektierte Welle haben. Um maximale Leistung nach rechts geht es ja nicht mehr, dann würden Sie kein Dämpfungsglied nehmen. Ne? Das wäre dann widersinnig. Ne? Aber es geht schon darum, hier nach links beziehungsweise auch nach rechts, keine reflektierten Wellen zu erzeugen und die nicht zu haben und deswegen eine Anpassung zu haben. So, deswegen muss man hier das Netzwerk mit drei, entweder so oder so, das ist im Prinzip die Dreiecks- und die Sternschaltung, oder im angelsächsischen Raum die Pi- oder T-Schaltung. Ne? Beides ist relativ offensichtlich, warum es so heißt. Oder hat einer Fragen? Nee, ne? Muss man eben diese drei Widerstände erzeugen, um eben diese Nebenbedingungen auch zu erfüllen. Anpassung und Leistungs- respektive Spannungsteilung. Man kann das aber ganz normal mit Gleichspannungstechniken berechnen, sind ja bloß Widerstände. Und dann packen Sie eben hier das ZC hin und da das ZC hin und gut ist. So, also nach ein bisschen Rechnung kommen Sie also drauf, dass auf beiden Seiten die gleiche Impedanz vorausgesetzt. Sie könnten ja auch sagen, Sie wollen hier 100 Ohm oder 50 Ohm oder 75 Ohm und 50 Ohm und den Übergang reflektionsfrei gestalten. Das ist das eine. Und gleichzeitig auch noch mit einem Dämpfungsglied dazwischen oder so arbeiten. Ne? Dann hätten Sie hier sogar noch einen Übergang. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir gehen davon aus, auf beiden Seiten gleiche Impedanz. Und dann kommen Sie auf solche Ausdrücke hier. Ne? Für die T-Schaltung oder eben mit der Stern-Dreiecks-Umformung hier. Die, ich weiß gar nicht, ob Star Triangular Transform richtig ist, ob das nicht P2T oder so heißen müsste oder T2P, T2Pi. Nehmen wir das mal als Englisch an. Ne?
können Sie auch das umrechnen. Wichtig hier ist, da wird Leistung in den Widerständen umgesetzt. Und diese Widerstände müssen jetzt diese Leistung auch abkönnen. Ne? Das ist relativ offensichtlich. Ich möchte es nur noch mal sagen. Also wenn Sie jetzt hier so ein Watt da haben und da wollen Sie nur noch 100 Milliwatt oder sowas haben, dann werden 0,9 Watt hier in der Schaltung umgesetzt. Ne? Also muss man die Widerstände entsprechend dimensionieren. Oder ich kann es Ihnen im Labor gleich zeigen. Wir haben mal für 10 Watt oder so eine Batterie von Widerständen gebaut. Ne? Wenn Sie dann so ein 10 dB Dämpfungslied für 10 Watt haben wollen, dann müssen da halt 9 Watt umgesetzt werden. So, wenn Sie halt 8 Watt Widerstände haben, brauchen Sie entsprechend viel. Ne? Wer was? Teuer? Ja, HF-Leistung ist, ja, wer sicher ist, HF-Leistung teuer. Und so ein Attenuator ist jetzt nicht unbedingt das, was Sie so als Batterie in Ihre Schaltung reinbauen. Ne? Also so einer nach dem anderen. Nur manchmal kommen Sie nicht drum herum. Sie müssen halt mal um 1 oder 2 dB in der Leistung runtergehen oder so. Oder nur für Messzwecke. Ne? Also hier so ein, unser Spektrumanalysator, der kann halt 1 Watt ab. Maximal, ne? aber auch nicht in jedem Betriebsbereich. So, wenn Sie jetzt aber 10 Watt haben, wo wollen Sie mit den anderen 9 hin? Also wenn Sie das dem Spektrumanalysator geben, dann das ist auch teuer, ne? Dann ist er nicht kaputt. Das kostet ein paar 1000 Euro dann gleich. Also bauen Sie sich eine Batterie von Widerständen und machen es weg. Also zu Messzwecken brauchen Sie es. Das gibt es auch manchmal tatsächlich in der Schaltung, wo Sie vielleicht wirklich zu viel Leistung haben, aus irgendeinem Grund, und Sie ein bisschen was weghaben müssen. Das habe ich erlebt in der Entwicklungsphase von Schaltungen. Ne? Man würde das natürlich im Seriendesign dann versuchen zu eliminieren. Also dann gleich nicht ein Dämpfungsglied reinbauen, sondern gleich die Stufen davor ein bisschen besser dimensionieren, damit die eben nicht zu so einer Übersteuerung führen. Ne? Die Dinger haben natürlich noch eine ganz wunderbare Eigenschaft. Das sind auch breitbandige Anpassglieder. Ne? Wenn Sie nämlich hier eine Leitung haben, und ich baue jetzt einfach nur mal systemtechnisch hier so ein Dämpfungsglied rein. So. Und hier haben Sie jetzt meinetwegen einen Filter. So, einen Bandpassfilter. Dann hat das Ding ja, also ohne das Dämpfungsglied, oder hat das Ding ja eigentlich die Eigenschaft, dass es die eine Frequenz hier durchlässt. So, du sollst das ja machen. Und diese Frequenzen hier reflektiert. Das ist Sinn des Teils. Ne? Da das rein reaktiv aufgebaut ist, also nur mit Energiespeichern, wird diese Energie hier wirklich reflektiert und nicht da drin verraucht. Das wäre ja vielleicht das Ideale. So, das Problem ist nur dummerweise, wenn Sie jetzt einen Verstärker hier hinter haben, dann sieht er die Reflektion voll von dem auf dem Frequenzband und auf dem Frequenzband. Das kann dazu führen, dass der anfängt zu schwingen, weil er die falsche Anpassung bei der Frequenz sieht. Wenn wir noch sehen, wenn wir uns um Verstärker kümmern. So, was kann man jetzt tun? Jetzt bauen wir hier mal ein Dämpfungsglied hin mit D dB Dämpfung. Ist ja schon wieder einer die Straßenbahnstelle gefahren. Ja, ganz schön gekracht. Es sah auch schräg aus, wie der Wagen da so im Geländer stand. Ja, ich bin auch nicht hin, aber... Also in der Zeitung stand, dass einer links abgebogen ist und den, der auf der Erzberger Straße kam, gerade kam, nicht gesehen hat. Und der ist dann da rein. Aber so, jetzt haben Sie natürlich, wenn D die Dämpfung von diesem Ding hier ist, dann dämpft das natürlich die Welle in die Richtung um D und die reflektierte um diese auch um D. Das heißt, Sie haben hier jetzt eine Anpassung mindestens von 2 mal D in dB allerdings, beziehungsweise D Quadrat. Als Senkung der Leistung. Ne? Das heißt, der sieht jetzt eben nicht die volle Reflexion, sondern eben, nehmen wir mal an, das ist ein 2 dB Dämpfungsglied hier gewesen, er sieht nur, minus 4 dB. Ne? Und das kann dazu führen, dass der Verstärker, der mutmaßlich hier an der Stelle ist, dann schon wieder stabil arbeitet. So, deswegen würde man sowas bauen. Der Preis ist allerdings, dass auch die Welle, die hier durchgeht, eben um D gedämpft ist. Ne? Also um 2 dB in meinem Zahlenbeispiel, während die anderen um 4 da zurückkommen. Ne? So, und dann, also habe ich das schon erlebt, dass sowas hier
während der Designphase eines Produktes dann dazu geholfen hat, dass man es überhaupt erstmal zum Spielen gebracht hat. Weil anders ging es gar nicht, weil der Verstärker hier schwang. Ne? So, und das würde man aber dann im Zieldesign irgendwie rausbauen. Ne? Sie lachen so? Naja, wenn Sie ein System entwerfen, machen Sie auch Fehler, oder? Es ist nicht jeder. Bitte? Ich schwinge, ich schwang. Ja, wahrscheinlich ist schon korrekt. Das ist richtig. Das ist ein starkes Verb. Das heißt nicht, ich schwingte. Das ist ganz falsch. Okay. So. Ich schwung. Okay, so, das sind jetzt hier, das können Sie jetzt als Tabelle verwenden. Das sind jetzt hier so Beispiele da. Wir können auch, wenn Sie mögen, oder ich mache es einfach mal vor, weil das lohnt sich nicht, dass Sie alle dafür anfangen, jetzt Qs anzuwerfen. Da gibt es zum Beispiel hier unter Tools Attenuator Synthesis. Das ist was für unseren EU-Kommissar. So, dann nehmen wir mal hier mal ein Pi-Ersatzschaltbild. Wir wollen eine Dämpfung von, was weiß ich, nehmen wir mal 3 dB. Und dann kriegen wir eben diese Werte raus. Das müsste sich jetzt in etwa mit dem decken, was ich hier auch hingeschrieben habe. Bei 3 dB habe ich jetzt Pi genommen. Pi, das R1 ist eben das 17-fache. Achso, 17, ja, da steht es ja. Muss nur genau nachlesen. Also bei 3 dB. Ist der RP1, das ist der R1 hier 17,6 Ohm und der in Reihe hier falsch. Das sind die 292 Ohms und das ist der 17 Ohm. Das kam mir auch gerade komisch vor. Ne? Und wenn Sie jetzt gucken, diese 292 Ohm parallel zu 50 in Serie mit 17,6 parallel zu 292 müsste genau 50 Ohm ergeben. Damit haben Sie Anpassung erreicht. Ne? So, wenn ich hier jetzt 10 dB eintippe, welcher Widerstand wird größer? Und welcher wird kleiner? Also der Längs muss größer werden und die müssen kleiner werden. Ne? Ist auch so. So, 71 habe ich hier auch ausgerechnet. Also es gibt hier auch solche Tools, mit denen Sie das relativ einfach, im Qx ist sowas drin, relativ einfach entwerfen können, solche Pi- und T-Ersatzschaltbilder. Ne? T können wir genauso rechnen, wenn uns das hier jetzt da notwendig erscheint. Ja, T kriegen wir halt andere Werte raus. So, die habe ich hier aber auch schon. Da, 26 und 35,1 da. Also ich habe das hier tatsächlich von Hand gerechnet, also von Hand mit Excel gerechnet, glaube ich. Und nicht mit Qx, aber mit Qx kann es halt auch. So. Gut, so, jetzt haben wir Leistung verraucht. Jetzt wollen wir vielleicht auch mal Leistung verteilen. Nehmen wir einen Koppler. Die einfachste Variante ist doch einfach von 1 auf 2 irgendwie was zu koppeln. So, wenn wir jetzt, das ist auch schon im Gleichspannungsfall offensichtlich, einfach nur die Leitungen aneinander fügen. So, und wir haben hier 50 Ohm und hier 50 Ohm und hier 50 Ohm, dann ist der Kram nicht angepasst. Weil wir hier nämlich da reingeguckt 25 Ohm sehen, ne? Also haben wir ganz offensichtlich da einen Reflexionsfaktor. So, ist doof. Wollen wir nicht haben. Anwendung da zum Beispiel messtechnische Zwecke oder sowas. Wenn wir aber hergehen und, das kommt wahrscheinlich auf dem Video total schlecht, wenn man hier so im Rollstuhl durch die Gegend fährt, aber es ist super bequem. Wenn wir hier jetzt 16 2 Drittel oben hin machen, bitte? Das ist aber ein rollender Bürostuhl. So, und hier packen wir 50 hin. Dann, das kann man im Kopf ausrechnen. Nicht? Dann haben wir hier 50. 50 in Serie mit 16 2 Drittel macht 66 2 Drittel. Parallel mit 66 2 Drittel macht 33 1 Drittel. 33 1 Drittel plus 16 2 Drittel macht wieder 50, ist angepasst. Ne? So.
Ja, bitte? Das Bahnnetz hat auch 16. Das ist aber... Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich vergessen habe, die Einheit zu erwähnen. Also 16, 2 Drittel oben steht hier aber überall dran. Okay, so, das heißt, der ganze Kram ist schon mal angepasst. Wenn Sie jetzt ausrechnen, welche Spannung da ankommt, das mache ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auch geht aber auch eigentlich. Nicht? Also es ist jedenfalls die Teilung. Die Spannung teilt sich auf hier und Sie kriegen hier die halbe Spannung eigentlich nur noch hin, macht ein Viertel der Leistung, macht eine Leistungsverteilung von 6 dB. Das heißt also, wenn Sie hier 1 Watt draufgeben, kriegen Sie hier ein Viertel Watt und da ein Viertel Watt. Macht in der Summe ein halbes Watt, bleibt ein halbes Watt in dem Netzwerk. HF-Leistung ist teuer. Das ist also vielleicht nicht die erste Wahl für jede Anwendung. Ne? Aber es funktioniert und es ist, so wie die Widerstände breitbandig sind, breitbandig. Man hat ja auch was. Also ein Koppler, der funktioniert, die können Sie kaufen, die Dinger, also tatsächlich so aufgebaut. Die ist einfach, also 3 Widerstände im Stern und fertig. Ja. Ist wirklich bis 18 GHz, von 0 bis 18 GHz oder so kaufbar, eventuell sogar noch höher. Ne. Entsprechende Anschlüsse dran, haben Sie wirklich einen breitbandigen Leistungsteiler. Und wenn Leistung Ihnen massig zur Verfügung steht, ist das ja auch gar kein Problem. Wenn die wirklich teuer war in der Erzeugung, dann ist es dann doch eins. Ne? Aber bei manchen messtechnischen Zwecken mag das gar nicht so schlimm sein. Oder bei irgendwelchen Kalibrationszwecken, Kalibrationsnetzwerken habe ich schon gesehen, da möchte man eben was Breitbandiges haben, wo man nicht mit Resonanzeffekten und schmalbandigen Dingen arbeitet. Nicht? Da kann man sowas auch nehmen. Ne? Konsequenz ist natürlich, 1 Watt hier, Viertel Watt hier, Viertel Watt hier, geht hier ein halbes Watt in das Netzwerk und die Widerstände müssen das auch können. Ne? Wenn Sie da SND-Widerstände haben, so mit Zehntel Watt, Achtel Watt oder sowas, steht ja schon drauf, dass Sie kein halbes können. Ne? Aber ich meine, nicht jeder macht ein halbes, man soll auch genau ausrechnen, wo was bleibt, aber nicht, dass die Widerstände Ihnen dann da anfangen zu rauchen, ne? Oder heiß werden. Also auch das darf man nicht ganz vernachlässigen. Ne? So, die S-Parameter-Matrix hier im Idealfall sieht natürlich so aus, dass hier die Amplitude ja um den Faktor 1,5, das hatte ich Ihnen über die Spannung hier eben erklärt, sich um den Faktor 1,5 teilt. Phasendrehungen sehen wir jetzt mal nicht vor. Wir gehen davon aus, dass der Widerstandsstern klein, sehr klein gegen die Wellenlänge ist. Dann sind die angepasst und hier auf den Dingern steht überall 1,5. Das heißt, in jeder Richtung auch angepasst. Also Sie können den auch jederzeit umdrehen und mit einem anderen Port steuern. Nicht? Also da sind alle Tore gleichberechtigt. So, aber, ja, da wird Leistung vernichtet. Weiß ich gar nicht, haben wir das hier im QX auch drin? Müssen wir gerade knucken? Nö, ne? Macht auch nicht wirklich was. Ich sagte eben, dass, wo ist der schwarze Stift? Hier. Dass hier vielleicht nicht die allererste Wahl ist. So, jetzt mache ich es aber doch, denn das ist ja eigentlich das, was da steht. Ja, bitte. Was brauche ich denn hier an der Stelle, damit ich 50 Ohm habe? Also ich will ja, wenn ich hier reingucke, tatsächlich 50 Ohm sehen. So, und 50 Ohm ist ja gleich 100 parallel mit 100, ne? Klingt trivial. Bitte? So weit zuerst. Ja, jetzt, Entschuldigung, ist Wiederholung jetzt für Sie, ne? So, an der Stelle hier habe ich aber 50 Ohm. Und jetzt kommt eine der ersten Vorlesungen, jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie drauf kommen. Da habe ich 50 Ohm und ich brauche aber hier für jede Leitung 100 Ohm. Was tue ich? Na, was macht denn aus was Niederohmigen was Hochohmiges? Ein Serienwiderstand. Okay, nee, wollen wir nicht. Also ich könnte hier auch einfach 50 Ohm in Serie hinbauen.
Ist übrigens eine Variante, wie man tatsächlich auch mit zwei Widerständen anstatt den dreien einen zumindest an einem Port angepassten Koppler bauen kann. Man baut hier einfach einen 50 Ohm Widerstand hin. Der verbraucht auch die Leistung, aber dann habe ich hier 50 in Serie mit 50, macht 100, parallel mit 100, macht wieder 50. Also alles gut, ne? Nee, wollte ich jetzt gerade nicht. Nehmen Sie eine Lambda-Viertelleitung. Ups, nicht Lambda-Halbe, Lambda-Viertel. Ne? Die Lambda-Viertelleitung macht ja aus was Niederohmigem, im schlimmsten Fall einen Kurzschluss, was Hochohmiges, im schlimmsten Fall einen Leerlauf. Ne? So, die muss jetzt nur, damit es auf die richtigen 100 Ohm kommt, nämlich gerade Wurzel 100 mal 50 Ohm gleich 71 Ohm haben, als Leitungsimpedanz. Ne? So, dann mache ich, also der Preis ist, dass ich hier eine Lambda-Viertel-lange Struktur habe, die wiederum natürlich nur Lambda-Viertel bei der Zielwellenlänge lang ist. Ne? Ansonsten ist sie irgendwas, ne? Und tut auch nicht das, was sie soll. Die hat natürlich, das hat das geometrische Mittel zwischen dem, was ich will, den 100, und dem, was ich habe, den 50. Aber die macht genau das, die transportiert oder transformiert die 50 auf die 100. Beide parallel, ist dann angepasst, zumindest aus dieser Sicht hier. Ne? So, soweit, so schön. Und das können Sie auch so schon verwenden. Das hat nur noch einen Nachteil, diese Struktur. Und der Nachteil ist, dass wenn ich jetzt in Leistung von hier zurückspeisen würde, dann würde davon auch was hier in den Zweig gehen. Und das möchte ich unter Umständen verhindern. Abgesehen davon, dass das jetzt hier auch nicht wirklich, also auch in der Richtung nicht angepasst ist, denn hier, der würde ja 50 parallel zu 100 sehen. Das sind irgendwie 66 oder so, glaube ich, ne? Und das transformiert über Lambda Viertel wird eben nicht 50, ne? So, also das ist an der Seite nicht angepasst. So, aber vor allen Dingen, die sind auch verkoppelt. Das ist auch nicht gar so schön. Also mache ich, ohne den Beweis hier zu führen, etwas, dass ich nämlich einen Teil der Leistung hier vorne abkopple und hier in den Zweig 3 reinbringe. Also wenn hier von Zweig 2 etwas kommt und in Zweig 3 reingeht, dann würde ich das über den Widerstand hier gehen lassen. Und zwar ohne Phasenverschiebung oder mit einer kleinen Phasenverschiebung. Das sieht hier zwar so aus, als wären die weit auseinander, aber das dürfen sie dann natürlich nicht sein. Und ein anderer Teil der Leistung geht hier Lambda Viertel, also 180 Grad Phasen gedreht dahin. Und das muss ich gerade so dimensionieren, dass die sich so treffen. Dann sind die beiden Tore auch entkoppelt, 2 und 3 voneinander. Ne? So, führt darauf, dass dieser Widerstand da gerade die doppelte charakteristische Impedanz, also 100 Ohm, haben muss. Jo, das ist der Power Divider. Funktioniert als Kombinierer, funktioniert als Leistungsteiler, funktioniert verlustfrei, auch wenn da ein Widerstand ist. Dieser Widerstand, wenn der tatsächlich von hier gespeist wird, ja, oder gleichmäßig von hier gespeist wird, dann spielt der gar keine Rolle, weil der ja auf gleichem Potenzial an beiden Punkten liegt. Ne? Also dann kann ich ihn auch wegmachen. Also der ist eben tatsächlich nur für diese Schmutzeffekte da, die ich ohnehin nicht haben will. Ne? Begeisterung? Toll, ne? Der Quadraturkoppler. Was denn? Also es, ich gehe nochmal zurück zum Wilkinson-Teiler. Steht da auch alles drin in dem Buch? Steht da sicher auch drin. Der hat natürlich hier die gleiche Phasenlage zwischen Tor 2 und 3, ne? Weil alle ja die gleiche, also beide ja die gleiche Strecke, beide Wellenteile ja die gleiche Strecke gegangen sind. Ne? So, wenn ich das nicht möchte, sondern ich tatsächlich eine Phasendrehung haben möchte zwischen den beiden Toren. Also dann könnte ich ja einfach noch eine Umwegleitung machen. Ne? Also ich sage einfach, den mache ich mal um 90 Grad länger oder so, könnte ich ja auch tun. Muss man aber nicht tun. Man kann eben hier so einen Quadraturkoppler nehmen. Das macht auch sehr viel Spaß, den zu berechnen. Also das steht, glaube ich, sogar da erklärt. Wenn Sie möchten, würde ich Ihnen die nächste Stunde mal überlassen, das vorzurechnen. Ja, Sie haben schon Subscribers. Sie können sich in meinen Kanal hier einpacken und werden berühmt. Oh, reich auch. Vorher
Ja. Okay, so. Das Ding hat jetzt 4 Tore. Ich erzähle Ihnen, wie er funktioniert oder was er tun soll. Wir verteilen, nehmen wir mal an, Punkt Tor 1 ist gespeist. So. Dann teilt sich die Leistung von Tor 1 hier an dem Punkt auf, in das, was dahin geht und das, was dahin geht. Die Längen hier sind wieder 90 Grad, also Lambda Viertel lang. Das heißt also, mit 90 Grad Phasendrehung kommt die Leistung hier an Tor 2 an, zumindest auf dem direkten Wege. Ein Teil der Leistung geht hier runter und kommt mit 180 Grad Phasendrehung an Tor 3 an. Auf beiden Wegen. Ein anderer Teil der Leistung kommt hier hoch und überlagert sich jetzt mit 270 Grad Phasendifferenz, also dann destruktiv zu dem, was hier über 90 kam, an Tor 2. Macht es aber nicht komplett weg, sondern es ist eben einfach weniger Leistung, ne, die da ankommt. Also es tritt nicht keine vollständige Auslöschung auf, sondern eben nur eine teilweise, sodass Sie tatsächlich eine Leistungsverteilung haben von Hälfte der Leistung hierhin, andere Hälfte der Leistung hierhin. Das Tor hier ist entkoppelt, denn auf dem Wege war das mit 90 Grad und das kommt tatsächlich so wieder an, dass die beiden auf Leistung auf diesem Wege hier ankommt und mit 180 Grad Phasendrehung und gleicher Amplitude sich destruktiv überlagert. Also Tor 4 wird hier entkoppelt von Tor 1. Was Sie an Tor 1 rangeben, taucht nicht an 4 auf. So 2 und 3 perfekt angepasst sind. So. Gleichzeitig haben Sie eine Phasendrehung oder eine Phasendifferenz zwischen Tor 2 und Tor 3 von 90 Grad. Okay. So, was ist der Preis? Das ganze Ding ist wieder hier auf elektrische Längen 90 Grad dimensioniert. Das heißt also, das funktioniert bei einer Welle. Das ist relativ breitbandig, aber es funktioniert in der reinen Lehre bei einer Frequenz und sonst nicht. Ne? Hat sicherlich 20-30% Bandbreite. Tor 3 ist entkoppelt. So. Was findet man, wenn die beiden jetzt nicht wirklich ideal abgeschlossen sind, sondern es hier eine Reflexion ergibt? Dann ist es immer noch so, dass die Differenz der Reflexionen, also die Interferenz, die destruktive Interferenz der Reflexionen an Tor 1 ankommt. Wenn die beiden Tore also hier die gleichen Reflexionsfaktor haben, auch mit der gleichen Phase, dann ist Tor 1 perfekt angepasst, obwohl die hier nicht angepasst sind. Die Summe der Reflexionen von Tor 2 und Tor 3 taucht aber an Tor 4 auf. Ne? So dass man, wenn man das jetzt ideal wegmachen möchte, hier nochmal einen 50 Ohm Widerstand anlöten würde, damit eben die Summe der Leistung da dann auch abgeraucht wird. Wo kann man es nutzen? Also man nutzt das natürlich, wenn man Leistung auf 2 Tore verteilen möchte. Sie haben es schon mal gesehen, als ich eine zirkular polarisierend strahlende Mikrostreifenantenne Ihnen gezeigt habe. Da tauchte der auf, weil Sie dann nämlich hier eine Polarisation haben wollen mit 0 Grad Phasendrehung und dann 90 Grad die andere, die vertikale dazu haben wollen, sodass Sie zirkulare Welle kriegen. Da haben wir es gemacht. Man kann das Ding nutzen, wenn man Verstärker bauen will. Jetzt baut man sich hier einen Transistor hin, der kann auch schlecht angepasst sein. Und da einen, der auch schlecht angepasst ist, aber genauso schlecht wie an 3, dann ist trotzdem die Summe der beiden Parallelen ideal angepasst, weil ja die beiden reflektierten Komponenten sich hier destruktiv überlagern. Ne? Also das wäre so eine Anwendung dafür. Rechnung, wie gesagt, ist sehr, sehr schön mit vielen Argumenten der Symmetrieebenen und so. Macht Spaß, sich das anzugucken. So, damit würde ich mich in die Mittagspause verabschieden.